Wir sind da. Weißt du, ich muss es mir noch mal überlegen, ob ich heute endlich deine Wohnung sehen will. Wieso gehst du jetzt weg? Ich will dir etwas Raum geben zum Denken und Entscheiden. Der Plan der meisten Frauen ist doch, lerne einen Typen kennen, verliebe dich, krieg ein Baby. Aber ich weiß nicht, ob ich das Zeug dazu habe. Zu diesem Allerweltsplan. Junge, ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Welche? Ich sag's dir, wenn du hier bist. Sag's mir jetzt. Gut, sie werden dich anklagen. George? Wie geht's dir so? Schön, dich zu sehen. Ja. George, das ist mein Freund Manny. Freut mich sehr. Wer ist das? Du hast nicht mal Hallo gesagt. Ich finde, du solltest nicht fragen, bevor du irgendeinen Typen einlässt. Also ich bin gerade zu sauer, um Hallo zu sagen. Tja, schätze, ich hab's versaut. Nicht von meinem Standpunkt aus. Auf Leute, die auf andere trinken. Ich hab dich gerade angefasst. Ich weiß. Wenn ich mitten in der Nacht anfange zu weinen, dann frag mich ja nicht, was los ist. Bist du damit einverstanden? Das ist mir sogar am liebsten. In was für Schwierigkeiten steckst du denn? Ich bin arbeitslos, hab bald kein Geld mehr und ich bin Ziel staatsanwaltlicher Ermittlungen. Bist ein echter Frauenmagnet, was? Junge, die Sache gerät langsam aus dem Ruder. Sag's mir nicht, George. Sonst laufe ich im wahrsten Sinne des Wortes davor weg. Diesen Luxus kannst du dir leider nicht... Taxi? Nein, ich muss erst noch rausfinden, wo ich hin will. Tut mir leid. Ich hab was aufgeschrieben, das ich dir sagen will. Als du gegangen bist, habe ich vor Wut eine Lampe kaputt gemacht. Okay, lies es mir vor. Das habe ich doch gerade.